strahlenblauer Himmel, ganz böser Himmel. Strahlenblauer Himmel, ganz böser Himmel. Gleich werden wir nass. Weg. Eklig. 3 Minuten auf Wasser. Ja. Läuft. Ja, Freunde, das ist der erste Fisch. Das war tatsächlich der allererste Wurf auf dem Hollandsieb. Und da kommt dieser schöne kleine Hecht. Gut, das ist nicht unser Zielfisch, den setzen wir direkt wieder zurück. Gudi, so soll's sein. Schön. Pass auf, du stehst ungefähr schon. Zack, Fisch on bei Daniel. Sauber. Schöne Kirsche. Oh, ja, jawohl. Alter, Petri. Was ein Football. 46 Junge. Gibt es zu schlagen. Bam. Schauen wir mal. Bam. Alter, na. Was ist es? 49. 49. Leck mich, 49. 49. Sauber. Ja, sauber. Schöner 49er. Petri Daniel, der ist geil. Der ist richtig geil. Ja, ich würde sagen, 49 darf er zurück. Den 1 cm muss er irgendwo noch kriegen. Ja, Junge, 49. Alter. 49. Geilo. Bam. So soll das. Neuer PB, 3 cm draufgelegt. Mega. Fettes Petri. Dankeschön. Da ist die Destrade einmal krumm. Nein. Wieder nicht. Ah. Was ist denn heute los? Ja, Leute. Wir haben den zweiten Pike für heute. Das war gar nicht der Zielfisch, wir wollten ja eigentlich Zander, aber gut, noch ein Pikey. Hat auch ein bisschen über 70, darf wieder direkt zurück. Ne? Jawohl, weg. So soll es sein, zweiter. Ich wollte noch einen Zander. Jawohl, bei Daniel hat es auch eingeschlagen. Fisch on. Große Kescher oder geht? Geht so, ne? Schönes Tier. Top. Petri Daniel, sauber. Vielen Dank. Ja, Leute. Erster Angeltag geschafft, ein paar schöne Fische gefangen. Ich denke, ihr habt sie ja im Video gesehen. Ihr seht auch, guck mal da, das Wetter. Fantastisch, wir sind hier echt in dem Elendsregen losgefahren. Und jetzt, ruhige See, strahlender Sonnenschein, perfekt. Machen wir uns jetzt noch den Grill an und dann haben wir noch 2 Tage Fischen vor uns. Ja, Freunde, Tag 2 heute. Ihr seht, wir stehen gerade noch im Hafen. Hinter mir der Daniel am Steuer. Wir sind auf Daniels Boot ja unterwegs, das hatte ich euch ja schon gesagt. Wir haben gestern schon kurz angefischt. Das war schon recht erfolgreich.
Ihr konntet es im Video ja bereits sehen, der Daniel hat gestern seinen Barsch-PB ein bisschen nach oben geschraubt. Eine wunderschöne 49er Kirsche, also das war richtig geil. Ja Junge, erstmal nochmal Petri dazu und heute steht mal Zander auf dem Programm. Der hat ja gestern nicht so ganz funktioniert, wir hatten gestern nur einen kleinen. Und das wollen wir heute mal ein bisschen ändern und ob das funktioniert, wie das funktioniert, das seht ihr jetzt gleich. Der Fisch des Tages ist ein Barsch. Hoffentlich ist das kein schlechtes Vorzeichen. Ach Quatsch. Tja, Automatic Release. Ist er. Nicht der erste. Wir hatten vorher schon drei kleine, aber der hier, ja, da kann man schon mal Zander zu sagen. Ne? Geht noch größer, aber das war die Mission und ja, davon wollen wir heute noch ein paar fangen, ne? Oder Daniel? Auf geht's, jawohl. Ja, sehr geil. Dann. Ja, Freunde, ihr kennt das ja schon von mir. Der Köder, der TT-Shed, ne? Einer meiner Lieblingsköder, hier in der Farbe Ayu. Und dass der heute Morgen abliefert, das habt ihr gerade schon einmal kurz gesehen. Und es wird tatsächlich besser. Also wir haben jetzt Fisch Nummer 5. Für mich ist es der vierte Zander. Und ich zeige euch den gerade mal. Oh, wenn er denn aus dem Netz will. Ja, machen wir so. Da ist der Bursche. So, ja? Es geht doch. Ne? Sie werden besser. Schön. Ja, der darf auch gleich wieder zurück. Weiter geht's. Ja, einmal Doppeldrill. Sehr geil. Zwar nur mit Fritten, weil er ist schon wieder released. Aber zweimal Fritte. Sauber. Ja, der darf auch zurück. Tschüss, mein Freund. Läuft für dich. Ja. Ja, Freunde, da kommt der nächste aus dem Netz. Und wieder seht es, hat der TT-Shed zugeschlagen. Da haben wir den Fisch. Schönes Tier. Geht direkt zurück. So soll es sein. Petri. Danke. Danke, Jung. Guckt euch das an. Der hat sich den komplett reingefickt. Ja, diese Fritte. Wahnsinn. Ja. Die kleinen Spritzer.
Ja, was soll ich euch sagen? Es läuft heute irgendwie. Sind mittlerweile bei 19 Fischen. Es geht gut voran. Die Zander haben Laune, es macht Spaß. Wir fischen hier in relativ flachem Wasser. Das Wasser ist schön warm. Die Einschläge sind einfach, die sind brachial. Es geht so BAM! Und selbst die Kleinen machen irrsinnig Laune. Also es ist echt eine tolle Angelei. Also wer da sagt, Vertikalfischen ist langweilig. Nee, Leute, das kann ich nicht verstehen. Das macht so Laune. Ach ja, ich denke, wir fangen noch ein paar. Ja, Freunde, einmal ganz kurz Doppeldrill. Daniel hat einen Barsch, ich habe einen Zander. Zack, zack hat's gemacht. Ja, gehen beide wieder zurück. Einmal Fritte, aber Zander Nummer 7 für Daniel. Ja. Und tschüss. Petri Bursche. Ah, da war auch ein Biss. So, Fritte Nummer 8. Ein Barsch habe ich noch, 9 Fische jetzt. Den lassen wir schnell wieder schwimmen. Macht Spaß heute. Und tschüss, mein Freund. Sauber, Petri. Vielen Dank. Junge. Uah. Sehr geil. Petri, mein Freund. Vielen Dank. Aber wie steht's jetzt nochmal? Ich habe keine Ahnung. 16-11, glaube ich. Nein, ich glaube, wir haben uns irgendwo verzählt. Aber doch, du führst 16-11. Aber dafür hast du den ganzen Vormittag geführt. Naja, alles gut. Auf geht's. Ja. Bam. Ja, Tag 3 heute. Ihr habt es ja gestern im Video schon gesehen, oder beziehungsweise ihr habt es im Video schon gesehen. Gestern hatten wir einen richtig guten Tag, der Daniel und ich. Wir konnten gestern 39 Fische fangen, davon 37 Zander, 2 Barsche. Also schönen Tag gehabt, wirklich gute Frequenz gehabt. Natürlich waren da viele kleine Fische bei, keine Frage. Aber es waren auch sehr gute Fische dabei, von daher hat das gepasst, rundum stimmig. Und ja, jetzt fahren wir wieder raus und gucken mal, dass wir noch so ein, zwei Fische für euch hier rausdachsen können. Und ja, schauen wir mal, was der Tag heute so bringt. Wir haben ein bisschen Schlechtwetterprognose. Ihr habt es ja am Anfang des Videos gesehen, also das Wetter ändert sich hier wirklich, wirklich schnell. Also von Sonnenschein zu Regen, zu Sonne, zu Wind. Und ja, falls ihr euch gerade fragt, warum hat der Typ eigentlich mal eine Weste an, mal nicht? Ist auch relativ einfach. Also die Weste ist immer dabei, ne? Die liegt jetzt gerade hier. Aber ihr seht es ja auch, wir sind gerade noch im Hafen, im geschützten Gebiet. Da brauche ich sie jetzt nicht. Aber sobald wir fahren und draußen sind, immer Safety first, also Weste an. So, wir dann Daniel. Wir dachsen jetzt noch was raus, oder? Aber richtig. Mal schauen, was heute. Ja, aber sicher. Das lief ja schon ganz gut. Ich denke mal. Ach, komm. Ein paar Fische werden wir heute noch fangen. Eben, ein paar kriegen wir noch. Also. Auf geht's! Zack, erste Fisch des Tages! Ein Zetti! Jawollo! Ja, schön weginhaliert.
Warte, zeig mal eben. Wie hat er denn einen? Ah, er ist ja voll weg. Müssen wir jetzt erstmal probieren. Ja, voll weg das Ding. Sehr geil. Also, haben Sie Hunger? Petri, Jung. Vielen Dank. Ja, Leute. Erster Fisch. Ich denke, es ist kein ganz kleiner. Oh ja, er geht sogar in die Bremse. Oder ein Brasser, da bin ich ja mittlerweile auch sehr geübt drin. Ach, da guck, deshalb geht er in die Bremse. Heiki. Heiki. Eingenetzt. Eingenetzt, der ist uns in den Kescher gesprungen. Sehr geil. Zack, einmal wieder DTT-Shed. Schön. Erster Fisch des Tages für mich. Kleiner Pike. Schön. Schönes Koko. Ja, toll. So kann es weitergehen, aber jetzt bitte Zander. Das ganze Ding ist hier jetzt so übersehen. Oh, der ist schön. Hallo. Fotofisch. So. Mal wieder einen kleinen. Ganz so klein. Der hat auf jeden Fall Maß. Der hat Maß auf jeden Fall. Schön. Petri, Daniel. Sehr geil. Vielen Dank. Ja, top. Daniel, sehr geil, Petri, mein Freund. Einmal Frittenparade, bitte. Für heute. Alles verkehrt? Machen wir glaube ich nicht. Ist wieder auf den DT-Shed gekommen. Einer steht noch schön auf. Und der geht jetzt wieder zurück. Ne? Petri, Daniel. Petri, Dank. Sehr schön. Klicker sagt mittlerweile 16 und ja, das Wetter schlägt langsam so ein bisschen um. Ich denke, ihr könnt das da oben sehen. Es graut alles so ein bisschen ein, wird dunkel und es ist auch Regen angekündigt. Also ich würde behaupten, wir fischen jetzt noch eine Stunde und dann werden wir uns auch vom Acker machen und dann soll es auch gewesen sein mit dem Wochenende. Aber mal schauen, in einer Stunde kann ja noch viel passieren. Wenn wir noch ein paar Fische kriegen, seht ihr es auf jeden Fall gerade. Ja, ouch. Ouch. Das erste Mal, dass sowas passiert ist und dann voll durch. Naja, müssen wir rausmachen. Ja, Leute, da muss man einmal die Zähne zusammenbeißen. Aber da ist das Ding draußen, Pflaster drauf. Gut ist, weiter angeln. Fish on bei Daniel. Das ist echt. Das ist echt? Was? Hast du einen Brasse gehakt? Ja. Ah, guck mal in die Kamera bitte. Brassenkönig. Ah, die werden sich ganz schön, ne? Ja,
Schön hinten in der Schwanzflosse. Ei, ei, was ein Klodeckel. Die geiern die Möwen schon nach. Rutsches. Petri! Ja, ich würde sagen, der letzte Fisch für die Tour, oder? Schleimig kommt nicht ins Boot. Ja, aber war doch gut, oder? Ja, geil, sicher. 19 Fische mit der Brasse. Ja. Gestern 39. Kann man es, glaube ich, nicht beschweren. Hat Spaß gemacht. Da kann sich keiner beschweren, Junge. Ja. Ja Leute, ihr habt es ja im Video gesehen, der Daniel und ich waren jetzt insgesamt 3 Tage hier oben in Holland am Hollandsdiep und ja, ich würde sagen, den ein oder anderen Fisch haben wir ja doch vor die Kamera gekriegt, Daniel. Ja? Es ist also alles aufgegangen, was wir uns so überlegt haben, alle Spots haben funktioniert und ja, ich würde sagen, es war rundum gelungen. Daniel konnte am ersten Tag direkt seinen Barschbaby nach oben schrauben. Geile 49er Kirsche, also wirklich richtig schicker Fisch. Ja, ich hatte heute leider dann noch ein bisschen Pech. Auch das habt ihr im Video gesehen. Es tat einmal kurz weh, das heißt, wir mussten auf dem Wasser eine kleine Not-OP durchführen. Ist aber schon alles wieder okay, Hand funktioniert, wir konnten weiter fischen. Hat also auch geklappt und ja, ich würde sagen, Daniel, das Wochenende war rundum gelungen, oder? Ja, hat mega viel Spaß gemacht. Wir haben ganz gut gefangen, viele Zander gefangen. Natürlich auch immer ein paar dabei, die noch in die Kategorie Fritten gehören. Ja, gut. Aber nichtsdestotrotz, ein paar schöne Fische waren auch dabei. Ich bin mega happy, dass ich meinen Barsch-BW nochmal um 3 cm erhöhen konnte. Mit der 50 hat es nicht ganz geklappt, aber 49. Knapp, es war echt knapp. Aber 49 ja, ist, glaube ich, auch schon ganz gut. Hat auf jeden Fall Bock gemacht, mit dir das Wochenende zu verbringen. Und können wir demnächst gerne nochmal wiederholen. Sollten wir auf jeden Fall tun. Genau. Und wenn, nehmen wir die Kamera wieder mit. Auf jeden Fall. Gut, Leute. Ja, wir verabschieden uns hier aus Holland. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre es cool, wenn ihr den Kanal abonniert, Daumen nach oben da lasst. Ihr könnt das Video gerne kommentieren. Glöckchen nicht vergessen. Das Glöckchen anmachen, genau, kann man auch noch machen. Und ja, wenn ihr Fragen habt, stellt sie einfach in den Kommentaren. Wir beantworten die gerne für euch. Und ansonsten würde ich sagen, ja, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Mach's gut und Petri heil. Ciao.